Ja, mich haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder Leute gefragt, ob ich was mit denen zusammen machen möchte. Und es hat immer Riesenspaß gemacht. Zum Beispiel mit der Jazzkantine, da haben wir den AC/DC-Klassiker Highway to Hell aufgenommen, was auch, glaube ich, eine witzige Version ist. Da ist mir überhaupt auch mal wieder eingefallen, dass man im Grunde jeden guten Song auch als Swing- oder als Big Band-Version machen kann. Einer meiner beständigsten Partner international ist der großartige DJ und Produzent Papik. Der in Rom lebt, ein Italiener, der ganz tolle, so ähnlich, eigentlich verwandte Musik auch zu meiner macht, so ein bisschen easy listening, bisschen jazzig, und der hat mich schon vielfach gefragt, immer für tolle Songs, ob wir was zusammen machen können, und immer wenn ich mal Zeit habe, habe ich es dann auch gemacht, und das war immer total nett. Wir haben auch ein paar Konzerte in Italien zusammen gehabt. Ich hoffe übrigens, dass es bald mal wieder möglich sein wird. Also das ist mal eine ganz tolle Zusammenarbeit gewesen. Ja, das Besondere ist wirklich bei dieser Best-of, dass es diese ganzen Features mit den verschiedenen Künstlern noch nie auf dem Album von mir zu hören gab. Wir haben die jetzt alle zusammengepackt, und das ist auch schön zu wissen, dass da nichts verloren gegangen ist, sondern dass man wirklich einmal die 15 Jahre Revue passieren lassen kann. Was habe ich alles gemacht? Was habe ich an Songs selber gehabt? Mit welchen Künstlern habe ich sonst zusammengearbeitet? Und was gibt's Neues? Oh, baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way every day.